Hallo, herzlich willkommen. Hier ist meine Folge hier bei Kettler Kopf. Wünsche mal einen schönen Sonntag. Ja, Feld 1, Feld 7. Letzten Züge, letzte Bahn. Und dann ist das fertig. Und dann ist die BGH auch fast leer. Also es würde praktisch nicht mehr reichen für Feld 1. Auch wenn es ein bisschen kleiner ist. Das kann aber täuschen. Ja, da haben wir ungefähr 100.000 Liter. Bis mehr sogar, also 50, etwa 120.000 Liter verbraucht. Das ist er mal so, ne? So, angeschaltet ist Lenkung auch. Schau mal, was rausgeht. Ja. Ja, einmal hochfahren und einmal quer. Das Nachgewende gleich mitmachen. Ja, und das, ja, das war hier einmal Ausklingen von Gerest. Man sieht, ist das Feld jetzt nicht gut gedüngt. Das linke Ende werden wir nicht machen. Das wird es nicht reichen. Deswegen fahren wir jetzt nicht immer quer. Also das machen wir jetzt nicht. Lenkung aus. Das Nachgewende gleich mitmachen. Das ist fast im Prinzip leer. Das ist auch gut so. Wir werden so lange fahren, bis er leer ist. Saat können wir eh nicht kaputt machen, ist ja nichts passiert. Ne, also leer, wir wollen noch nichts abgeben bei dem Händler. Und dann können wir das zurückgeben, also stehen lassen und der Händler nimmt sie alleine. Ja gut, da lassen wir drinnen. Gucken wir auf. Die 45 haben wir noch reinkriegen irgendwie. Geht wohl noch aufs Feld drauf. Und daher. Und leer ist es. Gut, X. Dann fahren wir da zum Hof. Erstmal einklappen lassen. Ne, so können wir ja nicht fahren. Wäre eigentlich gut gewesen, mal zum Vorführen zu kriegen. So eine Option mit Vorführen wäre gut. Aber richtige Farbe. Ja, ist halt so, ne? Ja, wieder die Woche war voll, ne? Sonntag geschafft, mehr oder weniger. Um die Zeit. Schön Kaffee, ich hoffe, ihr habt jetzt hier nicht schon getrunken oder im Bett noch. Bekommt einen guten Schluck und guten Appetit. Kuchen. Ich esse auch ganz gerne Kuchen. Wenn man Angebot ist, ne? Sonst kann man sich das nicht mal leisten. Ein Stück für 2 Euro, das ist schon heftig. Also, das sind kleine Stücke, in Anführungszeichen. Meistens Angebot, das kostet die Hälfte. Dann geht's, ist es machbar. Selber backen ist mir der Aufwand zu groß. Dann müsste ich mal so machen, dass ich einen Teil einfriere und da habe ich ja keinen Platz im Gefrierfach. Das nächste Problem. Ansonsten, ja, Tortenbohnen und so, das kriege ich hin. Aber wir werden immer waschen, ne? Das können wir uns mal halt, ne? Geht ja relativ einfach. Brauchen wir nichts tun. Dann fahren wir zum Händler, geben den Güllefass ab. Im Grunde kann man hier auch stehen lassen, da passiert nichts. Es gibt keine extra Kosten, ich habe keine mitbekommen. Und. Aber wir machen vorher mal, dass das Ding hier ausmachen. Das ist dann ein bisschen lästig. Na, Hund bleibt stehen da. Mit Tieren passiert nichts. Obwohl man will ja kein Tier mit Haufen fahren, ne? Macht man ja nicht. Ja, noch ist alles schön kahl, ne? Aber es dauert nicht lange. April wird es dann grün. Wie gesagt, ja, zum Fragen ist es meistens zu spät. Wenn ich jetzt fragen würde, was würdet ihr Feld 7 empfehlen,
Gerste, Weizen oder ja. Das Problem ist, mein Lager für Saatgut ist voll. Ich kriege das die Gerste nicht raus aus dem Sägerät, weil das Lager halt voll ist. Ich muss wieder angewöhnen, dass das Lager leer mache. Also nächstes Mal wird wahrscheinlich Weizen rankommen. Da habe ich recht viel davon da. Weizen mit auch gutes Geld. Ansonsten Brocken müsste ich noch da haben. Auf Lager. Ja, Hafer? Ne, Hafer haben wir nicht. Ja, Hafer sollte mal kommen. Ja, sollte. Wird so jetzt nicht mehr kommen. Schade eigentlich. Ich meine, die Arbeit ist dasselbe, ne? Mit Dreschen und Wegfahren. Nur Hafer hat man ja ein bisschen weniger Ertrag und dadurch muss dann weniger fahren. Und der Ertrag, also der Preis, würde dann sich entsprechend auch ein bisschen anpassen. Also von daher wäre Hafer mal nicht schlecht gewesen. Oder mal eine Fruchtfolge, auch wenn es keine Auswirkungen haben würde zur Zeit, wäre auch mal Raps gerade schön gewesen. Oder mal Sonnenblumen. Das habe ich noch keine in der Modderkarte geschafft, um das entsprechend so hinzuzaubern. Ne? Ist ja halt so, ne? Ja, das hat mal 60 Euro mehr gekostet, aber was soll's. Also beim Klicken immer aufpassen. Ne, nicht doppelt. Man hat mal zwei Geräte, ne? Entschuldigung. So. Geht das hier los? Das lasse ich mal so stehen. Das hängen wir jetzt nicht aus. Der Händler muss ich ja auch wegfahren können, ne? Sonst geht ja auch nicht. Ist also, wir fahren mal zurück. Und werden wir uns auch noch Sägerät reinschmeißen. Ich denke mal, wir machen mal die erste rein, dann haben wir es. Dann können wir ja auch rechtzeitig, ne? Ja. Vielleicht können wir es auch so mit einem Schlag ernten, ja, mit alles, ne? Das kann ja sein, gut bei Gerste. Im letzten Feld wird es länger dauern, denke ich mal. Was ich gucken wollte ist, ob das Feld vom Düngerstatus her schon ganz gut aussieht oder zu viel. Na, im Besitz wollen wir mal gucken. 7. Jo, hat alles zu viel. 7, ne? Ja, das ist gut, das wusste ich nicht, habe ich irgendwie verschätzt. Das sind die Flächen, wo zu viel ist. Also 100%. Und das wird noch einigermaßen gehen. Das sind nur diese Flächen, wo im Prinzip berechnet wird, wo zu viel wäre. Ja. Gut. Dann hat man 40.000 doch zu viel. Da würde ich mal nächste Mal, wenn wir mal machen würden, also es wird irgendwann mal so kommen. 20.000 nehmen, die Hälfte. Ja. Oh, abbiegen, links. Also müssen wir nächsten Mal ohne Dünger arbeiten. Das geht auch. Muss gehen. Muss ich auch null einstellen. Kaninchen ist weg. Schon wieder 7:45, das glaubst gar nicht. Also die Zeit vergeht immer schnell. Ist ja schön, ne? Wenn die Zeit vergeht, ne? Bei der Arbeit vor allem. Gab viel Arbeit, das muss man sagen, aber nicht geliefert. Also die Teile, die jetzt schon überfällig sind, sind noch nicht da. Das wird dann lustig, wenn dann plötzlich alles einmal kommt. Aber das ist ja nichts Neues, ne? Entweder mal zu viel oder zu wenig. Im Mittelteil gibt's nicht. Ist halt so. So, was haben wir jetzt? Ja, angerät. Also im Grunde wäre Mais besser, ne? Mais wäre aber auch. Ja, brauchen wir.
Dann brauchen wir nur das gute Stück. Weil die müssen sowieso im Prinzip späteren Zeitpunkt dann ernten, weil. Ups, das war Geld vor. Weil beim Mais. Der braucht ja viel Dünger. Von daher würde ich mal meinen, wäre Mais nicht verkehrt. Aber für den Maisersaat wäre noch zu früh. Aber wir können das schon mal vorbereiten. Also abkuppeln. Aber rausfahren. Ich will das gute Stück nicht im Ganzen so rückwärts reinfahren müssen. Das wird nicht lustig. So. Naja, Stickstoffdünger kann drin bleiben, ist eh nicht viel. Aber dann werden wir auf Null Aussaat machen. Und Gerste, Saatgut kriegen wir nicht raus. Lager ist voll. Das Problem ist jetzt beim. Wenn wir jetzt was ausleihen, können wir nichts mit dem gleichen Prinzip auch voll machen. Ne? Das ist das ganze Problem. Deswegen müssen wir, wenn wir was machen, erstmal andere Sachen tun, bevor wir das entsprechend. Ja. Aber abkoppeln können wir schon mal. Das geht. Gerät aufleihen geht noch nicht. Habe ich mal gemacht. da stellte ich fest, oh, wir sind zu früh dran, ne? Ich weiß aber nicht, ob das hier Auswirkungen hat. Weil Mais braucht eine gewisse Temperatur zum Keimen. Nee, da nicht. Mais braucht eine relativ warme Temperatur. So, das bauen wir ab. Und jetzt ist auch, naja, ich sag mal so, im Normalfall wäre auch das Saatgut da in dem Bereich mit drinne. Aber er glaubt, es ist hier drinne. Von daher können wir das entsprechend unser Aussaatgerät kaufen für, nee, ausleihen für Mais. Oder können wir das kaufen? Eigentlich wird nicht kaufen, aber brennen müssen trotzdem. Was wird der Spaß denn kosten? Ja, also müssen wir mal gucken. Das müssen wir später ausleihen, das ist kein Thema. Hammer Saateinheit. Zweimal und einmal Getreide und einmal für Mais. Ja, das würde kaufen. 35 hätten wir sowieso nicht und mieten würde es für. Ja, für ein Feld, für. Immer 3 Stunden, das ist locker drin. Händler fahren und so, dann könnte man das hier entsprechen. Ne? Oh, er zuckert. Ja. Entschuldigung. Steig mal ein. Also in der Innensicht und mal Motor aus. Dann gucken wir mal, ob wir Dünger war drin gewesen, 15, na? Ein paar schön auf. Ja, genau. Ja, die Tiere. Ja. Das Ding ist leer, ne? Das ist perfekt. Oh, sieht aus. Ist leer. Dann ist gut. Dann können wir nachher losfahren und zum Händler und. Das können wir gleich machen, ne? Machen wir gleich. Schaffen wir heute noch. Dann kaufen wir uns Stickstoff wieder ein. Den haben wir garantiert nicht. So, die Kamera an sich ist gut. Weil für Maisersaat ist noch ein bisschen zu früh.
Also je nachdem Region, wo man gerade wohnt, ist das so und von der Höhe her. Im Norden ist es so, eher so im Mai, Anfang Mai. Und hier im Süden ist es eher Mitte April. Muss man dazu sagen, hier ist es deutlich wärmer, also Entwicklung her, als im Norden. Also weiter voraus. Es sei denn, man wohnt auf einer Höhe von 900 Meter oder so. Dann ist natürlich klar, dann ist es schlechter, ne? Unter Umständen. Ja, darum meist verträgt auch kein Frost. Also bei Frost wäre eigentlich die Aussaat hinüber. Von daher, sagen wir so, ja, nicht zu früh. Der Mais würde aber auch kräftig aufholen. Ne? Also wie gesagt, was wir brauchen, ist Wasser und Nährstoffe. Und wenn Wasser vorhanden ist, dann geht es ruckzuck. Da kann man zugucken und jeden Tag messen, wie der ja, mehrere Zentimeter pro Tag wächst. Ne? Da ist hier das so Arbeit fahre, rechts vom Feld. Da ist jetzt teilweise geerntet worden. Und der war richtig hoch, der Mais. Also, kann man sich drin verstecken, so ungefähr. Das andere Feld hatte er Getreide. Hab's aber gehäckselt. Also GPS heißen würde, ne? Da hat er ungefähr 14 Tage später Mais ausgesät. Also dieselbe Fläche. Da hat es jetzt auch extrem hoch. Also davon hat kaum Unterschiede vom Zeitpunkt. Ne? Entscheidend ist aber immer, ob zur richtigen Zeit genügend Regen kommt. Blicken wir auch nicht mehr, ne? Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Aber hier ist es allgemein so, wir wohnen ja in Oberösterreich, bin mal hergezogen vor langer Zeit, ist das so, dass im Prinzip Regen eigentlich genug kommt. Bis auf wenige Ausnahmen. Aber oft leider auch kräftige Schauer und Gewitter. Ne? Und das braucht man halt. Ne? Ja, das Spiel hat viel Potenzial, ne? Aber leider. Ja, ich weiß auch nicht. Früher hat man es anders gemacht. Früher hat man das Spiel erst entwickelt und dann verkauft. Im Grunde war die Nachfrage zu gering, um an die Kosten wieder einzutreiben. Einzuspielen, kann man sagen. Er sagt ja auch, dass das Umstand war, dass im Frühjahr, wo überall Corona war, die Spiele gab es in den Läden einfach nicht verkauft werden konnte. Ne? So, und jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt auch. Ja, jetzt stürzen sich ja alle auf LR22er. Und dann brauchst du keinen Kettel im Kopf. Ne? So ungefähr ist das. Ne? Klar, es gibt immer Geschmäcker verschiedene, das ist auch gut so. So, wir brauchen was. Wir brauchen Stickstoff. So. Ladegewehr. So. PPKN. Das ist N, ist nur Stickstoff. Ansonsten haben wir gemischt. Oder Stickstoff, Phosphor, Phosphor, Kalium. Das wäre auch Kalk, Ammonsalpeter. N24. Was kostet der? 261. Und der kostet 46% und der hat 27%. Fragt mich jetzt nicht, was besser ist. Der ist teurer, aber dafür werden wir natürlich weniger brauchen pro Quadratmeter, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Tja, morgen geht es hier weiter am Montag. Zur neuen Woche, neues Glück. Und vielleicht schon am neuen alten PC. Schauen wir mal, ne? Ändert sich ja nichts dabei. Von der Einstellung her.
Tschüss, ciao, ciao. Und auch vielen Dank fürs Reinschauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Auch wenn es nur ein Rest ist, trotzdem soll er schön sein. Tschüss.